Hallo zusammen, sind wir wieder in Elden Ring mit Anna, der Berserkerin. So, ich bin hier am Sturmhügel. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen mal so rumfarmen, mal gucken, einfach die Karte ein bisschen erkunden. Und ja, dann bin ich da zufällig da immer auf so einen den Alexander gestoßen. Nicht? Und Anna, der Alexander, der Eingemachte, er ist ein Topf, der hat Fisch Stocke in so einem Erdloch. Selbst nennt er sich Alexander Eisenfaust, als er nennt sich ein Kriegsgefäß. Ja, da hat er ein bisschen was gelabert. Im Osten wäre ein Vor oder ein. Erst habe ich gemeint, am Ende Kneipe, aber ne, da werden Kämpfe verausstaltet. Es sind lauter schon bei Einmachtgefäße, wo sich dort treffen oder was? Oder auch noch mehr. Also, das war mit Sicherheit ein Hinweis. Naja, dann denke ich, komm. Wir laufen mal da rüber oder gucken mal, was sind das für komische Monumente. Und da war da noch so ein riesige Lecke. Kein Problem, hab ich ein paar Mobs rumgerannt. Und hier, da über habe ich dann gesehen, da habe ich dann diese Statue dann aktiviert. Ne? Kann man ja. Und die zeigt uns darüber. Und da muss ein Dungeon sein oder sowas ähnliches. Dann gehen wir mal neu. Unfassbar. Unsere heilige Ruhestätte ist entweiht. Ja, von wem? Ich war noch gar nicht drin. Sich dem Ruf des Erdenbaums zu verweigern und im Tode. Was? Und um im Tode weiterzuleben. Abscheulich. Okay, also da gehen wir neu. So, ja, von dem Riese dort, dem Steinriese, gibt es den Lanzentalisman. Ach so, da wollte ich eigentlich mal gucken. Was ist denn das für einer? Bestimmt für Lanzen. Verbessert Angriffe zu Pferd. Ah. Ein Talisman mit Lanze und Ritter. Verbessert Angriffe zu Pferd. Ritter zu Pferd sind tödliche Gegner. Von ihrer erhöhten Position entgeht ihnen nichts und auf ihrem aufgeladenen Angriff ist kaum jemand gewachsen. Ist es? Ja gut, aber da konnte ich jetzt nicht mit dem Pferd neu. Tschüss. Ja gut, denn ich habe ja jetzt einen Bogen, ne? Alle haben wir einen Bogen jetzt. Ah, es wird interessant. Also da ist Licht. Ja, guck schon 100stel ins 1000stel. Oh, da geht's gleich zum Boss, hä? Moment, langsam. Licht was? Die sind alle ähnlich aufgebaut. Also bis jetzt habe ich noch keinen Unterschied gesehen. Liegt halt immer manchmal was anderes. Wurzelharz. Verschlossen von vorher. Genau. Warte mal, ne? Komm, bevor wir. Ah! Guck mal da, unser altbekannter. Skelette. Und ich hatte natürlich niemanden rufen, klar, ne? Moche. Bin ich, was sind das war? Ah. Stehen die jetzt wieder auf, oder? Ja. Okay. Müssen wir noch wischle? Bin ich mal gespannt, was da ist. Also, vielleicht gibt es was Interessantes. Auf jeden Fall. Halt ganz schön was aus, gibt aber nicht viel. Tja, was? Die Hängewände sind nicht an der Decke. Ich wollte noch den Bogen aufrüsten, Anna. Merkt ihr das mal? Hier war es wieder. Ach du. Warte, Parierschild. Gott, der Leid, ja, das gibt's denn? Dreimal neben drauf schlage. Das ist ein Bogenschütze, oder? War ein Bogenschütze.
die haben von Schiffersdorf die Tiefe Wallemolfackel. Ein verlassen. Gräbertal, die du wirst. Gräbertal Lilie. Okay. Oh, der hat auch was dabei, warte mal. Ein Pilz hat der Eustiger. Ja klar, gut, die sind halt. Hier wachsen Pilze wie verrückt. Ideal für Champignons zu züchten. Aha, guck mal da. Gehen wir uns auch schleichen. Okay, so läppert sich halt ab, bisschen was zusammen. Habe ich da jetzt was übersehen oder ist das ein Katz? Ah, das ist ein Katz. Da steckt die Wand. Ich weiß gar nicht, wann du die. Ach du. Aha! Aha! Jetzt ist das finster, finsterer Gang. Bis jetzt auch nicht. Ich habe noch nicht Annie entdeckt. Muss man. Komm mal rollen oder muss man kloppen oder was? Nun haben wir da einen Weg und da. Das ist immer diese Entscheidungen. Und gucke. Hier ist. Oh oh. Da nehme ich einen Bloodborne. Die Dungeons sind Bloodborne. Wieder schon daherkommen. Ja. Selbstsicher, siegessicher. Oh, der Oma ist auch gleich wach. Siegessicher. Oh, da sind gleich mehrere aufgestiegen. Oh, die Träger waren verrückt, ja. Das kennen wir ja, ne? Katakomben. Ist einer mit Pfeile? Wer ist denn das? Was ist denn mit der... Was auch immer? Irgendeiner? Aha, vom zweiten Stock da oben. Was ist denn das da jetzt für einer? Ah, da ist kaputt schon mal. Guck mal gleich mal, was es da in dem Gang dort auf sich hat. Hat die das? Ja. Keine Ahnung. Könnte Falle sein, warte mal. Könnte eine Falle sein, ja. Immer vorsichtig. Ah. Nö, eigentlich. Was sind denn alle Raum oder was? Keine Ahnung, da liegt da ein bisschen was rum. Okay, noch eine Linie und ein Pfeilsche, Grabpfeilsche. Also da ist Käfer steckt die Wand, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, jetzt sind wir jetzt dann in den anderen, oder? Falle? Nö. Du, ah, jetzt da werden wir dann. Er ist jetzt so runtergesprungen, vor lauter Schreck. Also. Hey Anna, du bleibst schon. Na hinten im Rücken, ne? Uchi, oh, Uchi, Uchi, Uchi! Gut, jetzt kommt schon was los da hinten, ne? Uchi Katana. Wir haben Uchi Katana, warte mal. Kommt der hoch oder können wir da einen Moment gerade mal gucken? Skaliert auf Geschick, was wird der Mann? Dolch. Ajo, Geschick 15.
Mit langer, einschneidiger Klinge, ein Katana, die einzige Waffe der Samurai aus dem Schilfland. Mit Wellenmuster ist als Blutverlust, ne? Jai, du, ein talentierter Schwertkämpfer des Schilflands. Ihr steckt die Waffe weg und haltet sie kurz mit. Ah ja, das kenne ich noch. Zieht dann ein bisschen Leber ab, ne? Wenn du denn einen schweren Angriff machst. Okay, das ist... Jetzt ein paar mehr Wochen da unten, oder? So, wenn einer, zwei... Drei... Vier, sehe ich. Vier Stück. Gut, ich denke, dass so nichts weiteres ist, was von Interesse wäre. Wir hätten jetzt so Aruna-Springe kennen, aber bei Bogenschütze ist immer so, sag, manchmal treffen sie, manchmal nicht. Die stehen ziemlich weit am Eingang. Oh, der fällt gerade mein Bildschirm wieder aus. Hör auf, du Eierkopf, ich... Oh, jetzt aber raus hier, Freunde. So, jetzt trinke mal einen Schluck Erdbeersoße. Und ich muss das unbedingt mal angewöhnen, dass ich Benachrichtigungen ausschalte. Geht jedes Mal, wird der Bildschirm schwarz. Guck da mal den aus. Der ist wie besessen. Nur Haut und Knochen, ja, und... Verpiss dich! Du hast die aushalten. Ich meine, gerade ich darf da nicht, gar nicht rumrennen, ja? So, warte mal, da liegt noch. Ich hab jetzt gar nicht, was ich da jetzt eingesammelt habe. Menschen. Was? Menschenknochensplitter? Das sind waren mal Menschen? Oder Münche? Eine Menge? Fuck you, ja? Oh, oh, da ist ein Hebel. Einfach die Tür, okay. Bus wahrscheinlich. Oh, da. Blutrose, Rose. Bis noch. Abfeilchen und dann machen wir auf. Was habe ich? Irgendwo ein Tor geöffnet. Hä? Irgendwo wurde ein Türchen ge... Ah, jetzt steigen die auf. Wo vorher? Bildschirm schon wieder weg. Scheiße. Okay. Gut, dass ich den Kontrollbildschirm habe. Das ist ja... Wenn ich also mal einen Blick... Ah. Menschenknochensplitter. Das ist bestimmt Objektherstellung. Oder? Verbrauchsgüter. Ne? Kein Verbrauchsgüter. So. Ne? Schwere Bestienknochen haben wir auch. Menschenknochensplitter. Sagen wir. Ich find's jetzt nicht, Freunde. Ich find's nicht jetzt. Ah. Okay, dann haben wir das Türchen geöffnet. Und dann wird wahrscheinlich ein kleiner Bus warten. So wie ich die jetzt irgendwas haushoches. Davon habe ich ein 5000. Oh, das ist übel. Und vier Tränke. Ist das vielleicht sinnvoll, erst nochmal zu rasten. Ja? So, dann haben wir gerastet und dann
nochmal aufgestiegen. Da haben wir genug kleine Runen gehabt. Jetzt gehen wir mal. Oh, da siehst du, dann kommt es wieder. Prima. Dann haben wir hier Bosswand oder Nebel. Und ich gucke mal, was ich mitnehmen kann. Die Ritter bist mir eigentlich rufen können. Dass er nicht so schwer ist. Assassine der schwarzen Klinge. Das ist scheiße, Alter. Oh, 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 oh. Ein kleiner, aber ziemlich... Oh, da hat schon Schade genommen. Ist er ausgerutscht? Wow, der bewegt sich geschmeidig. Was interessiert denn gar nicht? Wow! Aha. Okay, da war jetzt nicht besonders schwierig mit deiner sowieso, ne? Zum Feierabend, Freunde! Holt euch einen Kaffee, habt ihr euch verdient. Ach, das ist immer wieder das Gleiche. Da gibt es jetzt eine Truhe und eine Katze. Haben wir jetzt gekriegt. Assassinen der schwarzen Klinge. Der Waffe, wo ich nichts mit aufhören gekommen. Da war das jetzt. War das in der Waffe? Zeigt dabei, wo ich nicht mehr den Namen aussprechen kann. Kettenflegel. Nur der Flegel, ja. War was anderes, Freunde. War irgendwas anderes. Schild? Nee. Dann war es irgendein Verbrauchsgegenstand. Da konnte ich wieder suchen, bis du nicht mehr allein da. Ah ja, komm. Vergiss es, alles klar. Ich hab keine Lust jetzt. Auch eh so lang. Das versteckt die Truhe? Nee, die ist nicht versteckt. Todeswurzel. Schlüsselgegenstand. Okay, du musst alles drauf achten, Anna. Wenn du Schlüsselgegenstand. Todeswurzel. Moment. Das kann ich mal jetzt. Schlüsselgegenstand. Das sind sie, die Schlüsselobjekte, Todeswurzel. Da. Diese werden von dem Bestienkleriker gesucht und verschlungen. Was? Eine Quelle, die jene erweckt, die im Tode leben. Der Bestienkleriker am Refugium der Besten weit im Osten sammelt und verschlingt diese Wurzeln. In der Nacht der schwarzen Messer trug die Rune des Todes dazu bei, dass der erste der Halbgötter niedergestreckt wurde. Später bereitet sich die Unterhölle. Bla 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 bla. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Freunde. Okay, Freunde, das war jetzt Holger der Assassine. Ich würde sagen, das reicht. Ich mache einen Cut und ich schaue mich noch ein bisschen draußen um. Na, wir gucken noch ein bisschen. Und dann sehen wir weiter. Macht's gut, bis denn, ne?